General Feldmarschall, der Führer möchte sprechen. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Burnitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Sohn. Gut. Also dann, gute Reise. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffe. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit dem Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler als die Lübeck. Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbrille hat er. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und ausgerechnet Himmler. Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler, da ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Der Fleisch und Gott! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Grein und Fräulein Ritschel ein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Gericht! Zimmer, doch bitte. Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Burnitz. Teilen Sie mit, das soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Grein und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis.